Ja, es ist nicht nur mein Erfolg, es ist auch der Erfolg von vielen Frauen vor mir, die gearbeitet haben. Und ich denke, dass jetzt das Ziel ist wirklich, die Gleichberechtigung in allen Bereichen haben. Und ich will wirklich dafür arbeiten. Also nur 158 Stimmen bevor. Sie sind die Gewinner heute, aber Sie haben das nicht erwartet. Ja, genau. Ich wusste nicht am Anfang dieser Kampagne und jetzt ist es eine Überraschung. Es ist auch eine große Verantwortung und ich werde meine ganze Energie und Ideen für unsere Kanton zu geben. Sie haben eine ganz aktive Kampagne verbracht. Wie haben Sie gearbeitet bis heute? Ja, es ist unsere Rolle. Wenn wir Kandidatin sind, wir müssen wirklich mit den Leuten sprechen und eine Kampagne machen. Und ich habe mit meiner ganzen Energie das gemacht. Und es war sehr interessant. Ich habe viele Leute getroffen. Ich habe das gemacht. Und es ist eine schöne Kampagne. Und jetzt ist es ein schönes Ergebnis. Vielleicht ein Wort über diese Warten. Sie haben den ganzen Nachmittag müssen warten, bevor wieder. Wie haben Sie das erlebt? Ja, es war lang, aber wir arbeiten schon seit vielen Monaten. So, es ist auch ein Teil von einer Kampagne und wir müssen auch warten manchmal. Und jetzt ist es Zeit, auch ein bisschen feiern und ich freue mich von diesem Abend. Also jetzt in der Zukunft, Sie werden mit Christian Löwra zusammenarbeiten, er ist Sozialist. Wie sehen Sie diese Zusammenarbeit? Ich denke, dass es ist ein gutes Duo. Wir vertreten eine Mehrheit von der Freiburger Bevölkerung und wir können gut zusammenarbeiten. Vielleicht Sie werden einen Deutschkurs nehmen für Bern jetzt? Ja, genau. Am Anfang dieser Kampagne habe ich schon gesagt, dass es war eine Priorität für mich. Ich habe viele Unterricht genommen, intensive Unterricht genommen. Und es ist noch eine Priorität für mich, mit allen Leuten von diesem Kanton zu sprechen, auf Deutsch, auf Französisch. Und ich werde noch mich verbessern und ich freue mich, nach Bern zu gehen und noch besser lernen.